Hi Leute, ich bin DeSade, die meisten kennen mich mittlerweile und heute gibt es ein Special Tutorial. Und zwar gibt es eine kleine Reihe, die heißt Quick Riffs. Das heißt, ganz kurze Dinger, wie ihr gerade gesehen habt, das erste Michael Jackson Beat It. Ich zeige euch das Teil, keine Ausreden, ihr nehmt jetzt die Gitarre und zockt mit. Unten ist noch ein geiler Link und zwar immer, wenn ihr die neuesten Videos von mir haben wollt, einfach unten klicken, abonnieren, ich schicke euch einen Newsletter, ihr verpasst gar nichts. Los geht's! Also Leute, jetzt geht's an die Arbeit. Hier noch eine kleine Info für alle, die mich schon mal per E-Mail oder so gefragt haben, warum ich nicht die Wei bei den Tutorials spiele. Achtet mal aufs Griffbrett. Wenn ich da spiele, seht ihr nicht, wo ich greife. Also von dem her ist die eigentlich hier viel besser dafür geeignet. Okay, fangen wir an. Jetzt spiele ich das Riff erstmal ganz langsam und dann erkläre ich, wie es funktioniert. Okay, das war's eigentlich auch schon. Ist eigentlich relativ easy. Ihr braucht nur die Palm-Mute-Technik, also hier schön abdämpfen und ansonsten ein bisschen String-Skipping. Ansonsten kein Problem. Fangen wir an. Was ihr zuerst macht, ist leere E-Saite. Wir sind im Standard-Tuning, also braucht ihr hier nichts umzustimmen. Also leer, dann aufs G, dritte Bund E-Saite, dann zweite Bund A-Saite, dann Leerseite G und dann zweite Bund D-Seite. Machen wir das nochmal langsam. Und zwar, ihr könnt hier so ein bisschen, wenn ihr schon drauf habt, einfach einen Slide machen. Jetzt nochmal ganz langsam. Also, leer, dritte, zweite A-Seite, leer, G-Seite. Okay, probiert's mal ein bisschen. Ihr müsst einfach nur hier drauf achten, dass ihr einmal runter. Wenn wir uns jetzt die Hand hier nur ansehen, ist es nur diese Bewegung. Das heißt, ihr spielt zweimal E leer. Also jetzt, ihr spielt allgemein zweimal E. Dann spielt ihr A. Und dann spielt ihr G. Und dann spielt ihr die D-Seite. Also. Dann gibt es ein kleines Hammer-On. Das heißt praktisch von der zweiten D in die vierte D und wieder zurück auf die zweite D. Und dann zweimal leer. Das zweimal leer immer schön abstoppen, weil wenn ihr Zerre drauf habt, dann merkt man schon, ob ihr es durchklingen lasst oder abstoppt. Und am Anfang ist es relativ cool, wenn ihr hier wirklich abstoppt. Also das heißt, die hier wäre abgestoppt. Es klingt relativ cool, wenn ihr die ersten drei Schläge abstoppt. Das wäre ganz langsam. Und danach habt ihr die offen. Nochmal. Das war's auch schon vom Riff. Ich sage euch jetzt nochmal die Noten. Also E, G, H, D, E, Fis, E und D. War mal wieder richtig fett mit euch zu zocken. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal dabei. Addet mich auf Facebook, auf Twitter und alles, was es gibt. Unten seht ihr die Links. Wäre auf jeden Fall cool, dann verpasst ihr natürlich nichts. Wenn ihr Ideen habt für die Quick Riffs, einfach schreiben. Was wollt ihr? Vielleicht Nothing Else Matters, vielleicht irgendwas Kurzes. Dann sagt's mir, ich hau's rein. Also, DeSade, stay tuned.